Hallo zukünftige Entdecker. Lasst mich euch sagen, einige Dinge könnten selbst 2000 Jahre später immer noch herumliegen. Finnland hat eine unterirdische Atommüll-Endlagerstätte, die so konzipiert ist, dass sie 100.000 Jahre hält. Stellen Sie sich ein riesiges unterirdisches Tunnelsystem vor, das direkt aus festem Fels gehauen wurde. Sie wollten eine Lösung, die zukünftige Generationen nicht mit ständiger Aufsicht in dem Gebiet belastet. Dieser beeindruckende Ort liegt etwa 280 Kilometer nordwestlich von Helsinki. Die Ingenieure begannen bereits in den 70er Jahren mit der Planung. Sie wollten ihn in den 2000er Jahren stilllegen und außer Betrieb nehmen. Das Herzstück der Anlage ist eine spiralförmige Strecke, die 3 Meilen lang sein wird und nach unten taucht. Um maximale Sicherheit zu gewährleisten, haben sie eine Reihe von mehrfachen Barrieren eingebaut. Stahl- und Betonstrukturen sollen ihre Arbeit tun. Die abgebrannten Brennstäbe werden in Kupferbehältern mit dicken Wänden untergebracht sein. Diese Behälter werden auf einem gemütlichen Bett aus Bentoniton sitzen, der aufquillt, wenn er nass wird. Auf diese Weise fungiert er als Puffer gegen jegliche geologische Eskapaden und verhindert jegliche Flüssigkeitsansammlung, die das Kupfer korrodieren könnte. Es ist eine unglaubliche technische Leistung. Und es ist fast so, als würde man eine Zeitkapsel erstellen, die die Zeit überdauern wird. Lob an die Leute, die daran arbeiten, auch wenn sie nicht dabei sein werden, um zu feiern, wenn es fertig ist. Vielleicht finden sie in der Zukunft einen Weg, um es für hunderte von Jahren länger halten zu lassen. Ich meine, sie haben in den 70er Jahren damit begonnen, es zu planen. Aber in der Zukunft wäre es ein völlig anderes Spiel. Kommen wir weiter nach Italien. Wenn Sie das Pantheon in Rom betreten, bietet es ein Schauspiel wie vor fast 2000 Jahren. Lassen Sie uns nun etwas zurückspulen. Dieses Bauwerk hat schwere Zeiten durchgemacht. Das erste Pantheon fing Feuer und brannte nicht nur einmal, sondern gleich zweimal ab. Einige Leute sagten sogar, es sei verflucht. Das fertiggestellte Pantheon war ein großes Meisterwerk mit griechisch inspirierten Akzenten, wie diesen schicken Säulen. Aber der wahre Hingucker war ihre gigantische Kuppel, die größte freitragende Betonkuppel der Welt. Nun, der ursprüngliche Zweck des Pantheons bleibt ein Rätsel. Einige sagen, es sei ein römischer Verehrungsort gewesen, während andere denken, es sei der Ort gewesen, an dem der Kaiser seine direkte Verbindung zu den Gottheiten hatte. Das massive Auge an der Spitze, bekannt als das Oculus, lässt Sonnenstrahlen und Regen einfallen. Marmor aus dem gesamten Mittelmeerraum sorgte für einen schicken Look, aber der römische Beton ließ das Wunder geschehen. Dann haben wir dann noch den beeindruckenden Hoover-Staudamm in den USA, ein architektonisches Meisterwerk. Experten haben es entwickelt, um Wasserkraft zu nutzen und zu verhindern, dass Wasser dorthin gelangt, wo es nicht hingehört. Dieser Damm ist wie eine Festung gebaut. Stahl, Beton und viel TLC sorgen für Stabilität. Lassen Sie uns nach Neu-Delhi, Jetten und den Akshardham-Tempel besichtigen, obwohl er im Vergleich zu den anderen erwähnten Strukturen sehr jung ist. Er wurde im Jahr 2005 fertiggestellt. Er hat bereits die Eigenschaften eines Gebäudes, das lange Zeit bestehen kann. Während der Bauzeit wurden zahlreiche alte und moderne Innovationen genutzt, um seine Haltbarkeit zu gewährleisten. Als nächstes auf unserer Liste der zukunftssichersten Gebäude der Welt steht der St. Louis Arch, der sich hoch über Missouri erhebt. Es ist auch als Gateway Arch bekannt und das höchste von Menschenhand geschaffene Denkmal in den USA. Die chinesische Mauer. Obwohl es sich nicht um ein einzelnes Gebäude handelt, ist die chinesische Mauer ein antikes Wunderwerk, das Jahrhunderte überdauert hat. Einige Abschnitte der Mauer wurden in der Neuzeit rekonstruiert, sind aber immer noch von historischer und kultureller Bedeutung. Diese Ziegel sehen vielleicht ein wenig bröckelig aus, aber hey, sie stehen immer noch stark. Dann haben wir die ehemalige byzantinische Kirche, heute bekannt als Hagia Sophia, aus Istanbul. Sie sieht immer noch glorreich aus und ist 1500 Jahre alt. Sie hat viele Dinge durchgemacht, wie Erdbeben. Architekten haben die Hagia Sophia in einer beeindruckend kurzen Zeit entworfen. Nach der osmanischen Eroberung von Konstantinopel im Jahre 1453 verwandelte Mehmed II. Sie in eine Moschee. Er fügte einige neue Dinge hinzu, wie ein Minarett und einen Kronleuchter. Die Hagia Sophia ist ein einzigartiges architektonisches Wunderwerk.
Ihre Hauptkuppel ist 105 Fuß hoch und wird auf beiden Seiten von zwei Halbkuppeln flankiert. Vom Grundriss her ist das Gebäude fast quadratisch, aber aus der Innenperspektive erscheint es rechteckig wegen der Erweiterung des Daches durch große Halbkuppeln. Der Innenraum hat drei Schiffe, die durch Säulen getrennt sind, mit Galerien darüber und massiven Marmorpfeilern, die an beiden Enden aufragen, um die Kuppel zu stützen. Diese Säulen bestehen aus dem feinsten Marmor, der sorgfältig nach Farbe und Vielfalt ausgewählt wurde, während die unteren Wände mit Marmorsplatten verziert sind. Von außen gibt es Fenster über den Galerien und um die Basis der Kuppel herum. Wenn die Sonne scheint, täuschen diese Fenster ihre Augen irgendwie und lassen sie glauben, die Kuppel würde schweben, da diese Fenster die Stützstrukturen verbergen. Wir hätten keine Liste der stabilsten Gebäude der Welt zusammenstellen können, ohne das vielleicht berühmteste von allen zu erwähnen. Die Pyramiden von Gizeh. Sie wurden etwa 2540 von Christus fertiggestellt. Sie haben das Gesamtpaket. Erstklassige Materialien, geniale Technik und ein Design, das alle anderen Strukturen in den Schatten stellt. Bei den alten Ägyptern ging es darum, für die Ewigkeit zu bauen. Sie glaubten, dass das Leben nach dem Tod ewig dauern würde und stellten daher sicher, dass dies auch bei ihren Gräbern der Fall sein würde. Die Ägypter bauten aus Sicherheitsgründen zusätzliche Wände und andere Dinge ein, auch wenn sie die Gesetze der Physik nicht vollständig verstanden. Nun richten wir unseren Blick auf unsere Zeit. Können heutige Wolkenkratzer die Pyramiden im Langlebigkeitsspiel schlagen? Der Burj Khalifa in Dubai ist das höchste Gebäude der Welt. Es verfügt über beeindruckende Ingenieurskunst und Architektur. Seine Stahlbeton- und Stahlkonstruktion sowie sein ikonisches Design könnten dazu beitragen, dass es dem Zahn der Zeit standhält. Klar, Wolkenkratzer sind super hoch und schick, aber sie sind nicht so stabil wie die Pyramiden. Moderne Wolkenkratzer müssen auch mit verrückten Winden, Blitzeinschlägen und Erdbeben umgehen können. Experten sind sich darüber noch nicht einig. Einige sagen, dass sie, wenn wir gut auf sie aufpassen, halten können. Aber andere denken, dass sie letztendlich abgerissen oder aufgegeben werden. Das Urteil? Nur die Zeit wird es zeigen. Alexander Rose und sein Team haben etwas Umwerfendes vor. Sie erschaffen eine 10.000-Jahre-Uhr in der texanischen Wüste. Aber bevor wir uns ans Eingemachte machen, machen wir eine Reise nach Japan. Dort. Sie haben diese fantastische Tradition, den Jingu-Schrein seit mehr als 13 Jahrhunderten alle 20 Jahre mit Holz und Stroh wieder aufzubauen. Dies dient dem Erhalt der Strukturen und der Weitergabe der Handwerkskunst an die nächste Generation. Aber wir sollten nicht dort aufhören. Alte Artefakte und Gebäude verschiedener Kulturen haben die Zeit überdauert und jedes einzelne hat uns etwas zu lernen. Das Uhrenprojekt lässt sich von diesen langlebigen Wundern inspirieren und zielt darauf ab, uns dazu anzuregen, über unsere langfristige Zukunft nachzudenken. Eine Uhr zu bauen, die 10.000 Jahre hält, ist keine leichte Aufgabe. Das Team muss Materialien, Standort und frühere Beispiele für langlebige Konstruktionen berücksichtigen. Zum Beispiel haben einige einzigartige Schätze der Geschichte einfach überlebt, weil sie verloren gegangen und später wiedergefunden wurden. Ein weiterer Weg, um Artefakte zu schützen, ist das Untergraben. Unterirdische Umgebungen schützen Gegenstände vor den Elementen und halten die Temperaturen stabil. Aber es gibt ein lästiges Problem. Wasser. Es versucht immer, sich einzuschleichen. Materialien sind von großer Bedeutung, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie sehen, alles altert wegen Oxidation. Das bedeutet Rosten. Daher ist es von entscheidender Bedeutung, Materialien zu finden, die Tausende von Jahren widerstehen können. Wie lange Gebäude wirklich halten können, hängt von der Persönlichkeit und dem Zweck des Gebäudes ab. Nehmen Sie zum Beispiel diese schicken Bürogebäude. Bei Ihnen geht es um kurzfristiges Engagement, das auf eine Dauer von nur 30 bis 50 Jahren ausgelegt ist. Wie bei jeder Beziehung erfordert es Anstrengung, damit etwas länger hält. Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparaturen sind der Schlüssel, um den Funken am Leben zu erhalten.